Und moin moin und herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Ja, wir waren hier letzte Woche noch beschäftigt hier. Was hatten wir letzte Woche eigentlich gemacht? Das weiß ich nicht mehr. So, aber ich frage mich, schaffen wir es, heute das Spiel zu Ende zu bringen? Die Mission haben wir erstmal voll. Wir haben aber auch noch ein paar Quests hier. Hier, er ist auch noch ein Nebenquestgeber. Hallo. Hi. Ich habe gesagt, das ist kein Spielzeug. Was ist das? Das ist meine neue Trophäe. Sie war Amarus wertvollster Besitz. Er hat sie um den Hals getragen, damit sie nah an seinem Herzen ist. Aber du konntest sie stehlen. Ich musste. Weißt du, was das ist? Werfen wir das auch ins Feuer, wie den Schild? Ein Verschlüsselungsrad. Eine kodierte Nachricht. Ja. Und wenn Amaru sich die Mühe macht, eine Nachricht zu verschlüsseln, müssen wir wissen, wie diese Nachricht lautet. Darf ich's versuchen? Vielleicht führt der Code zum Ort der überfluteten Unterwelt. Auf dem Maya-Kreuz kommt das Wasser vom Süden. Und Süden steht für die Farbe Gelb. Straße, Berg, Himmel, Osten. Das könnte es sein. Die Ausrichtung der Symbole weist auf einen möglichen Ort hin. Sagt dir das irgendwas? Bergstraße, Himmelsstraße, Ostberg? Ja. Amaru und seine Familie lebten nicht weit vom östlichen Berg entfernt, als er klein war. Also kennt er die Gegend sehr gut. Der ideale Ort für ihn, etwas Wichtiges zu verstecken. Ich sag dir dann, was ich finde. Ich bin schon sehr gespannt. Okay, dass der Süden für die Farbe Gelb steht, war mir jetzt neu. Verschlüsselungsgrad Position 1. Hat er auch nochmal eine neue Quest? Mit Gelb im Süden lauten die sichtbaren Symbole Straße, Berg, Himmel, Osten. Okay, wollt jetzt gucken? Nee, er ist keine neue Quest, oder? Vergiss nicht, der Nawal hat viele Formen. Misstraue allem, was du in der Wildnis siehst. Okay. Dann wollen wir mal weiter. Wir haben ein paar aktive Quests. So, kriechen wir hier mal raus. Welche? Oder? Okay, das Dokument, dafür gehe ich jetzt nicht nochmal rein. Können wir später machen. Die werden da so oder so nochmal rein müssen. Den Monolith möchte ich aber. Hi, Freddy. Ah, Freddy, du hast neue Emotes? Das beschreibt etwas in der Nähe. Ein einsamer Wächter hält seine Hand über mich und seine Ernte. Lass mir raten, das eine ist Adanos, das andere ist Belia. Hast du jetzt endlich gemacht? Und? Ich wollte fast sagen, ein Goldregen. Ich meine Feuerregen, ne? Feuerregen-Mode. So, dann sammeln wir auch noch ein. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, so was Lara gesagt hat. Das ketzerische Zeug ist hinter der Abo-Paywall. Das ist gemein, Freddy. Das ist gemein. So, warte mal. Das Grab. Wieso kann ich das jetzt nicht markieren? Wieso kann ich jetzt... Hallo? Okay, jetzt kann ich hier markieren. Warum kann ich das dann nicht markieren?
Vielleicht ist das Gebiet 6 Monate Abo-Symbol ist jetzt ein Feuerkelch. Ah, nice, okay. Wurde auch mal Zeit, dass bei dir auch mal wieder was Neues gibt. Ich muss auch langsam mal wieder hinterherkommen mit meinen Modes. So, wo wollte ich hin? Nach dahin. Händler, mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich genug Geld habe. Neue Ausrüstung. Oder was? Hallöchen. Schau, was ich für dich habe. Erstmal verkaufen. Wir haben hier wieder Goldstücke. Die Götter sind für uns. Feuerregen ist auf jeden Fall nice. Also. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Boah, ich muss mal schauen, ob ich bei dir immer noch Abo habe oder nicht. Ansonsten muss ich den extra für die Emotes nochmal machen. Wir haben 13.240 Goldstücke. Aber der hat jetzt. Der hat jetzt nicht das. Zum Handeln. Er hat jetzt nicht das, was ich haben will. Da haben wir die andere Händlerin. Die müsste doch ein paar Sachen haben, oder? Hi, hallo. Willkommen. Da hatte er mehr, was ich haben will. Ich warte auf deine Rückkehr. Kannst du noch lange warten. Nebenquest. Wo müssen wir dafür hin? Dachen. Der Drache und der Prinz. Ja. Ey, aber keine Werbung zu haben ist immerhin besser als gar nichts. Man kann ja auf Twitch selbst für Abonnenten noch irgendwie irgendwo Werbung schalten. Und ich hab. Okay, die meisten von uns haben das da irgendwie aus. Gehe ich mal von aus? Verzeihung. Ja? Ich würde gern wissen, ob du schon lange hier wohnst. Mein ganzes Leben. Also wirklich sehr lange. Dann kanntest du Amaru schon, als er noch klein war. Ob ich Amaru kannte? Ja, das kann man sagen. Und seinen Bruder auch. Amaru war der Ältere, ruhigere, fleißigere. Beide waren vom Unbekannten fasziniert und wollten die Welt um sich herum entdecken. Sairi war dabei der Forscher, der Abenteurer und Amaru der Gelehrte. Zusammen waren sie unschlagbar. Jeder spornte den anderen immer weiter an. Sie standen sich also nah. Sie waren unzertrennlich. Alle Brüder streiten mal. Aber bei den beiden dauerte das meistens nur ein paar Minuten und danach wurde ihr Band immer noch stärker. Und andere Menschen? Sie ließen keinen an sich ran. Es war ein Spiel für sie, Geheimnisse zu haben. Mit Geheimversteck, eigenem Code, einfach alles. Ein Versteck? Ja, ich weiß nur, dass sie immer klettern mussten. Tut mir leid, ist ewig her. Wie haben sie es genannt? Die Himmelsstraße? Das ist es. Die Straße zum Himmel. Ich würde sie gern sehen. Hast du vielleicht eine Ahnung, wo sie sein könnte? Oh, wie du sicher bemerkt hast, bist du hier am Fuß eines Berges. Da muss man klettern. Freddy, wegen das mit den Emotes groß machen. Ich habe das extra so teuer gemacht, weil man diese Dings gar nicht ausschalten kann und ich die gar nicht haben will. Deswegen habe ich die so teuer gemacht, auf das Maximum, damit niemand auf die Idee kommt, so zum Beispiel jetzt für dieses Live-Let's Play hier, das mit diesen Emotes dann zu sprengen, wenn er so günstig wäre für 10.000 Bits. Man kann die leider gar nicht ausschalten. Und ich will die gar nicht haben. Deswegen, ich habe mich da auch schon ein bisschen informiert.
Und die meisten haben gesagt, mach das so teuer wie möglich, damit möglichst wenige versuchen, den Stream zu sprengen, weil wenn man schon gar nicht ausschalten kann, dann soll man das wenigstens so unattraktiv wie möglich machen. Weil, wenn es nach mir ginge, ich hätte das ausgeschaltet. Aber Twitch will das ja nicht, dass man das ausschaltet. Die zwingen das einem auf. Warte mal, wo muss ich überhaupt hin? Ah, hier hin. Also dann lieber 10.000 Bits und ich habe dann quasi meine Ruhe im Stream. Als dass mir das quasi also es ist halt aufgezwungen von Twitch. Denn hier, das hier kommt ihr jetzt zum Beispiel auch auf YouTube. Und das wäre dann ein bisschen nervig. Warte mal, ich muss mal ein bisschen leiser machen. Das Game. So, Und das wäre dann wohl nervig, würde ich das für die 10 Bits oder so was machen, wie es am Anfang war. Oder lassen. Und dann jeder dann den Stream damit sprengt. Piranhas. Ne, doch nicht, das sind normale Fische. Ich hoffe, du kannst das verstehen. Und diejenigen, die hier wahrscheinlich auch zuschauen oder auch auf YouTube zuschauen, dass die das auch verstehen würden. Okay, da sind Feinde. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Tinguila Hushetal, Kuntul Chomak de Casho. Betable Kuchilati al Yut. So, und jetzt den? So. Oh, ich muss das auch ein bisschen leiser für mich machen. Dröhnt doch ein bisschen sehr. Ich dachte schon, die springt jetzt, fällt da jetzt runter. Hat es eigentlich einen Sinn, dass das Outfit eine Seite schulterfrei und die andere Seite komplett armbedeckt ist? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Machen wir uns erstmal dreckig. Mishbekin Hatschku Satalop Tulakalil. Matu Jabil Kinsili. Hatschak Uts Tutanop Uchikpahal Gietel Uhasikujol Lesatal Olobo. Und weg ist er. Okay, da hinten wird ein bisschen schwieriger. Okay, der wird uns gleich sehen.
Was denn hast du an Legualgolo? Mein Wocheli, Zolle Jesch Puchanila, Geschmack kum Katikti. Heißt das, wir können hier. Wurden wir jetzt wir wurden jetzt erwischt. Lara, versteck dich doch. Renn! Warte. So, heilen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Nee, jetzt aber ernsthaft. Warum hat die sich gerade nicht versteckt? Stirb! Da haben wir wieder das schöne Wort, Kukulkan. Timbuyak Jalele Kuchil Zone Mashanu Kabetaltile Piskinov Kutalobo. Sunak Lichobakobo? Mishbekin Hachku Satalob Tulakalil. Matu Jabil Kinsili. Hachak Uts Tutanob Uchikpahal Yetel Uhasiku Yolle Satal Olobo. So, mal gucken, ob wir das wieder hinkriegen. Aber ich hoffe, dieses Mal ungesehen. Leol al tustabon weye. Basten has kanan legual bolo. So, und ziehen wir den auch noch hier rüber. Jetzt ist die Frage, kriegen wir die anderen da irgendwie hier rüber, oder? Wie machen wir das? Uyamah lekuchil, Amaru. Yol, bishi. Inkate kinwalech tumelma, inwohel takpehla, huayan lekuchil. Die werden uns hier definitiv sehen. Inwohel Amaru bei ukat kapatak kacha. Oder die trennen sich. So, wie stellen wir das mit dem gleich an? Gesehen. Hat Joshol Bechlei. Mahech Uch Tankelemene.
Yetelu Yakavile, Mahachkeli, Katukultik Lehela, Chenu Chan Esahil, Ivash Kutalukin. Nein, Wahali, Balekin Wujikut. Who's talking? Okay, der kommt hier. So, und jetzt ist er allein. Hier hinten auch noch welche. Hier ist keine Falle. Okay, ich glaube, hier gibt es niemanden mehr. Kann das sein? Diesmal haben wir es geschafft, alle hier auszuschalten, ohne erwischt zu werden. Schon mal wieder vier. Matu Peital Pati Kinatikon, Tulakal Vasku Kuchmach Amaru, Chenkin Kat Oltik, Jumtsilop Tuyoksal, Sansamal. Ich hoffe, der kommt jetzt hier hin. Oder auch nicht. Hier nicht gesehen. Albaschan. Den Wallach der Schatz soll den Baschku Juchul. Okay, gleich machen die sich auf die Suche. Duschanetsch. Tanubin Unakal im Wall, Helbisch, Uchail Kaltale, Janekat Pexig Maschmetech. Unach Ubin Katbil Jola Lelo. Gleich habe ich ein Problem. Mist. Okay. Mist. Okay, jetzt finden die mich nicht mehr. Was? Okay, warte. Die, was haben die für eine Dings? Au! Ich hab ihn doch gerade geheilt. Nein! Jetzt ist die Falle da. Kann ich überspringen? Jetzt haben die Schnauze voll.
gleich mal looten. Okay, wie viele gibt es noch von denen? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, aber irgendwann hat man die Schnauze voll, wenn man alles von vorne machen darf. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Noch irgendwas? So. Kontrollpunkt. Okay, immerhin. Okay, da oben ist eine Falle. So, wieder Loot. Okay, da sind zwei Fallen. Okay, jetzt läuft sie wieder automatisch. Kein Wunder, dass Amaru es so gut bewachen ließ. Das ist Zairis Grab. Da ist eine Inschrift. Auf Latein. Ich werde nie wieder zögern. Was das wohl bedeutet? Da ist auch ein Schlüssel. Okay, versuchen wir Rot im Norden. Tanz, Baum, Wasser, 9. Es bedeutet auch viele. Tanzendes Wasser bei vielen Bäumen. Ich glaube, ich weiß, worauf diese Beschreibung passt. Ich glaube, ich nicht. Tanzendes Wasser bei vielen Bäumen. In einem Dschungel. Was das... Also ich glaube, das ist sehr präzise da. Überleben wir das? Ja. Wenigstens sind wir unten. Da hinten hin. Du darfst nie hinaus in die Wildnis gehen. Verstehst du das? Denn das ist der Nahrung. Das ist der Nahrung. Hoppla, ich wollte kein Kind schubsen. Dass Lara genau das hier wusste,
Also ich wäre niemals drauf gekommen. Gelabelt. Okay, neuer Versuch hier, okay, wir können hier nur gebückt werden. Okay, das ist wahrscheinlich eher einfach nur eine Höhle. Da haben wir wieder die nächste Falle. Da müssen wir hin, dann gehen wir zuerst hier entlang. Wohin das wohl führt? Okay, ich hoffe, hier jetzt nicht so viel schleichen wie gerade eben. Vorsichtig, vorsichtig! Genau, muss ich da hoch? Oder muss ich hier durch? Hier durch, okay. Hä? Ich wollte schon sagen, hat sie das jetzt nicht mitgenommen? Da jetzt nichts angeschoben. Okay. So, und jetzt die Richtung. Ah. Ist sie sonst noch was? Nö. Okay, hier. Kann ich drüber springen? Ja. Das bricht gleich zusammen, ich sehe schon. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Scheiße. Kann ich damit was machen? Hm.
Ich muss irgendwie auf die andere Seite kommen. So, jetzt ist die Frage, kommt die von hier? Ah, okay. Ah, okay, das ist einmal zum Aufmachen und einmal zum Zumachen. Ne, ich lasse... Oder komm, ich mache erstmal das Wasser weg. Dann schauen wir uns hier erstmal alles an. Kann man... sehen, ob ich jetzt nach oben komme. Hier ist nichts, das ich benutzen kann. Okay, wenn ich jetzt aber aufhöre, das drehen zu lassen. Das kann ich ist alles zu hoch. Wenn ich das jetzt so mache. Okay, es bleibt wenigstens offen. Hier geht's weiter. Ne, das funzt nicht. Endlich. Fortschritt. Jetzt alles verbinden. Alles verbinden? Also das damit? Oder wie? Also ich muss da unten jetzt wieder zumachen oder was? Beziehungsweise aufmachen, damit es alles abfließt. Nein, Lara. Hier. Guck mir das mal. Ah, ich habe da was vergessen. Ich darf da wieder wieder hoch. Obwohl, nee, das war schon richtig. Das muss jetzt damit verbunden werden. Weil wir mussten ja das hier erstmal aufmachen. Die Schritte waren schon richtig. Man musste hier 300 Mal hoch und runter. Yeah.
Warte mal, was hat mir das jetzt da hinten gebracht? Ich probiere es jetzt mal aus, das da aufzumachen. Also Wasser reinzulassen. Ah, es geht höher, okay. War doch richtig. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ach, verfaultes Essen. Von Trinity. Wie kommen die in diese Höhle? Also, was haben wir jetzt? Den. Ah, die Kiste zum. Der Schlüssel passt. Vielleicht liegt die Antwort da drin. Sairi, hier ist etwas Nahrung zur Verteilung an unsere Leute. Ich wünschte, ich hätte sie früher beschaffen können, bevor du zur Jagd aufgebrochen bist. Vor allem, weil die Verantwortung als älterer Bruder bei mir lag und nicht bei dir. Aber du warst ja schon immer so stur wie der Rest unserer Familie. Die Sachen kommen von Trinity, dieser geheimen Gruppe von Fremden, von der ich dir erzählt habe. Sie haben mir mehr davon versprochen. Aber zuvor muss ich etwas für sie erledigen. Du findest mich im alten Dorf. Hinter dem Tor, das zum Schutz der Einwohner vor dem Roten Pilz errichtet wurde. Amaru. Was immer das Geheimnis des Verschlüsselungsrats ist, es geht sicher nicht um den aktuellen Konflikt. Es ist älter und viel persönlicher. Mit etwas Glück finde ich die Erklärung im alten Dorf. Also Domingues bzw. Amaru hat sich schon um das Dorf hier kümmern wollen. Nur ist er ja der Organisation beigetreten, die alles irgendwie kaputt macht. Da hinten ist das nächste. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Achso. Wegen dem Schlamm sind wir langsam. Ja. Wo genau bist du? Ah, okay, hier. Da haben wir noch ein Dokument, den will ich noch einsammeln. Fähigkeiten. 3 Punkte haben wir. Überlebensinstinkte halten länger an, nachdem Lara sich bewegt. Nur die Effekte von Wahrnehmung pflanzen ermöglicht das zusätzliche Aufspüren von Feinden und Raubtieren. Schießen die Pfeile gleichzeitig auf 2 erfasste Ziele. Was ist das? Ne. Komm, wir machen das. 2 auf einen Streich. Mit vollständig gezogenem Bogen zielen Sie mit LT, halten Sie RT und zoomen Sie mit RS auf 2 separate Feinde. Beim Schießen werden beide Feinde gleichzeitig getroffen. Dann muss ich das hier noch kriegen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Hier oder was ist das? Ist das ein Lama? Oder ein Alpaka?
Da war ja was. Egal, machen wir die Quest. Kurz überlegen, wie kommt... Okay, auf diese Art kommen wir dann nicht hoch. Gibt es hier irgendwie noch einen Weg, dass ich auch nicht danach... Hier! Wie kommen wir da hin? Der Weg ist ebenfalls ein Rätsel. Vielleicht auf diese Art. Der Expeditionsbericht. Was haben wir hier? Albino-Wasserschwein. Ich glaube, wir werden eh nicht... In dem Game werden wir eh nicht schaffen, alles hinzukriegen, alles einzusammeln. Schädelhöhle. Sie sind dabei, dieses Grab zu betreten. Ihr Fortschritt wird gespeichert. Möchten Sie fortfahren? Ja. Wir fahren fort. Wenn sie Schaden erlitten hatten. Min. Okay, rote Pilze. Ich glaube, ich weiß, was auf uns gleich zukommen wird. Das muss der rote Pilz sein, den Amaru in seinem Brief erwähnt hat. Er ist offensichtlich tödlich. Ja, nice. Nehmen wir gleich einen Bart da drin. Ich muss die Kanone in die richtige Position bringen. Und wie? Ich muss die Kanone in die richtige Position bringen. Ich muss die Kanone in die richtige Position bringen. Ja, Lara, das sagtest du bereits. Die muss Trinity aufgestellt haben. Sie soll... Ich muss die Barriere entfernen. Ich muss die Barriere entfernen. Okay, was fehlt uns? Ich muss die Barriere entfernen. Ich glaube, wir müssen die Barriere entfernen. Ich muss die Barriere entfernen. Ich muss die Barriere entfernen. Ja, und wie? Ah! Hoppala. Thank you.
Direkt hier eine Falle. Das war aber gemein. Das Tor diente nicht nur zum Schutz, es sollte das Grab verbergen. Und Amaru wusste, dass es hier war. Okay, noch ein Grab. Ich muss aber ehrlich sagen, ich mag solche Tempel irgendwie. Die tun mir irgendwie ein bisschen leid, da reingefallen zu sein. Ich weiß jetzt nicht, wie tödlich das ist. Ob die dann da langsam und qualvoll sterben? Die Spuren sind tödlich. Ich kann nicht durch. Aber ich komme nicht durch die Barriere. Okay, anzünden bringt erstmal nichts. Hier bestimmt irgendwo noch eine Kanone. Dafür habe ich nicht genug Platz. Das Ding steht nicht ohne Grund hier. Es muss einen Nutzen haben. Die Kanone habe ich schon gesehen. Es gibt zwei Spuren und der Schlitten kann in beiden platziert werden. Okay, warte mal. Es gibt zwei Spuren und der Schlitten kann in beiden platziert werden. Kann ich den bewegen? Beziehungsweise ich lasse ihn erstmal so. Ich weiß jetzt nicht, wenn... Ah, okay, da gehen wir drauf. Wollt ihr mal ausprobiert haben? Wir haben ohnehin nur einen Schuss. Jetzt ist die Frage. Muss der hier hin? Obwohl, warte mal, der ist nur für eine Richtung, ne? Dafür? Nein. Gibt's hier noch eine andere Möglichkeit? Irgendwie muss ich den doch... verschieben. Nur wie? Wie war denn das? Genau, das ist hier zum Ziehen. Mit dem Schlitten wird etwas bewegt.
Ah, ich sehe da was. Mit dem Schlitten wird etwas bewegt. Mit dem Schlitten wird etwas bewegt. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Mit dem Schlitten wird etwas bewegt. Ja, Lara, ich will diesen Blick nur, die noch weiter schieben? Mit dem Schlitten wird etwas bewegt. Ja, ich will schon da gerne hier rüberziehen, aber warte mit dem mal. Schlitten wird etwas bewegt. Ja, Lara, das habe ich schon verstanden. Mit dem Schlitten wird etwas bewegt. Mit dem Schlitten wird etwas bewegt. Den ja nur in zwei Richtungen drehen, bewegen. Es gibt zwei Spuren und der Schlitten kann in beiden platziert werden. Nein? Es gibt zwei Spuren und der Schlitten kann in beiden platziert werden. Sie jetzt alles voll. Mit dem Schlitten wird etwas bewegt. Okay, wie mache ich das? Ich komme nämlich von hier nicht an das daran. Mit dem Schlitten wird etwas bewegt. Mit dem Schlitten wird etwas bewegt. Gibt's hier oben noch irgendwas, was ich nicht bedacht habe? Komme ich nicht durch? Okay. Mit dem Schlitten wird etwas bewegt. Ich kann das nicht schieben. Doch. Ich glaube, ich bin noch nicht fertig mit dem Schlitten. Okay, irgendwas will es hier. Mit dem Schlitten wird etwas bewegt. Okay, doch. Also ich muss den dann wahrscheinlich darüber ziehen. Ich muss darüber schieben. Ich glaube, ich habe verstanden, was ich machen muss.
Der braucht jetzt ein bisschen Anlauf, sagen wir mal. Und los. Ali hopp. Ich werde mich beeilen müssen. Okay, ich sehe schon. Also wir ziehen den jetzt erstmal hier hoch, schneiden es los und dann beeilen wir uns, auf die andere Plattform rüber zu springen. So. Den Wagen unter die Kanone. Fast geschafft. Okay, muss ich den jetzt irgendwie so ziehen, oder? Nee, warte. Das ist jetzt erhöht. Okay, wie kommen wir da rüber? Zur Kanone nochmal. Da hinten rum, ne? Ich hoffe, das passt, das reicht. Ist offen. Gibt's hier noch was? Okay, wir gehen. Ah, hier gibt's was. Hier gibt's Gold. Hä? Hier? Ein Weg? Okay, wie kommen wir da hoch? Wo war der Kantenmaler? Da lieber nicht reinspringen. Perfekt. Wenn wir schon nicht ins Wasser springen, dann zumindest in die Stacheln. So, noch ein Versuch. Nicht erkannt. Diesmal war er versteckt. Gott, so viele Leichen. Ich muss die Spuren umgehen. Okay, was haben wir aber da erstmal? Also erstmal hier hoch. Will sie dahin?
Ach, da oben. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich glaube, ich bin heute ein bisschen blind. So, haben wir. Raptorenauge. Ziehen Sie auf Ihre Feinde und markieren Sie diese, um sie dauerhaft verfolgen zu können. Der ganze Ort ist ein Test. Amaru wollte Trinity hier seine Loyalität beweisen. Hätte er sich früher verpflichtet, hätten sie ihm die Lebensmittel sofort gegeben, bevor Sairi auf der Jagd getötet wurde. Ich werde nie wieder zögern. Amaru machte seinem toten Bruder ein Versprechen, das kein anderer Paitizianer lesen konnte. Es gibt nur eine Person, die mir das bestätigen kann. Der Drache und der Prinz, zu dem alten Mann zurückkehren. Haben wir neue Fähigkeitenpunkte jetzt eigentlich freigeschaltet? Beziehungsweise, wo ist denn das Raptorenauge? Anmut der Krähe. Sitz des Adlers. Hat man. Ist das irgendwie so eine gesonderte Skill-Dings? Den ich hier jetzt nicht finde. Apropos, können wir hier irgendwas Neues machen? 4 Upgrades verfügbar. Ist das, was wir ausgerüstet haben? Ja, wieso haben wir den ausgerüstet? Ich dachte, wir hatten den. Nee. Den. Erhalten. Ach komm, wir rüsten den hier mal auf. Nutzen den mal. So, hier haben wir den können wir jetzt aber nicht verbessern. Warte mal, Ausrüstung können wir auch nicht verbessern. Outfits können wir irgendwas machen. 6 Himmelsmantel. Kaiserin Jaguarstiefel, Kantus vergoldete Weste. Ich würde sagen, das passt zusammen, oder? Machen wir mal den. Den grünen hier. Hat auch was. Unten oder oben rum? Ich gehe mal nach oben. Okay, hier oben ist nichts. Okay, sie ist da reingesprungen und ist trotzdem nicht dreckig. Ich bin stolz auf das Mädel. Ah. Immer der Dreck hier. Go.
Komm, renn, spring. So. Warte, hier war was. Achso, das ist voll. So, hier lang, glaube ich, oder? Ah, du bist's wieder. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Ich glaube schon. Mehr als erwartet sogar. Du wirkst besorgt. Was beschäftigt dich? Hast du Amaru hier je wieder gesehen? Nach der Hungersnot? Du meinst nach dem Tod seines Bruders? Wie gesagt, sie waren unzertrennlich. Als Sairi starb, fand auch ein Teil von Amaru den Tod. Nicht viel später kam er noch einmal her, aber danach nie wieder. Er verschrieb sich vollständig dem Kult von Kukulkan. Ich nehme an, der Tod seines Bruders hat alles verändert. Danke. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Koryanka hatte recht. Das Rad ist wichtig für Amaru. Es könnte sein wertvollster Besitz sein. Wir haben keinen Grund und kein Recht, es ihm nicht zu geben. Okay, haben wir hier noch Quests? Legende. Hier. Der Drache und der Amaru das Verschlüsselungsrad zurückbringen. Ah, okay. Die ist noch nicht abgeschlossen. Hä, wieso sind wir jetzt wieder langsam? Darf ich hier nicht rennen, oder wie? Darf ich hier so rein? Tun die mir was? Und wieder sind wir langsam. Ah, okay, Schlangenwache-Outfit. Okay, Basislager. Da vorne haben wir eins. Einmal umziehen. Unfassbar, wie erwachsen Ätzli in der kurzen Zeit geworden ist. Er hat beide Eltern verloren. Ich frage mich, wie es ihm wirklich geht. Tja, er kann nicht so vorgehen wie ich. Das steht fest. Ist sie fertig? Okay. Also komme ich nur so da rein. Gib ihm das hier. Amaru! Was wollte die unverschämte Priesterin? Was? Wie? Her damit! In der Schädelhöhle Bericht erstatten. Komm, egal, wir behalten mal das Outfit an.
So. Wo war der Eingang? Hier müsste der sein, ne? Ja, hier. Sagen wir mal Bescheid. Du bist zurück. Was hast du rausgefunden? Zu viel, denke ich. Was ist passiert? Ich habe Amaru das Verschlüsselungsrad gegeben. Es hat keinen Wert für die Rebellion. Das Rad ist etwas Persönliches. Ein Andenken, das Amarus Liebe für seinen Bruder Sairi repräsentiert. Die Codes führen zu mehreren Verstecken der Brüder, die in der Stadt verteilt sind. In einem waren Lebensmittel von Trinity gegen die Hungersnot. Aber Sairi hat das nie erfahren, weil er da bereits tot war. Amaru war nicht immer so, wie er jetzt ist. Trotz aller Fehler ist er überzeugt, das Beste für Paititi zu tun. Ich weiß. Diese Stadt und ihre Einwohner hat er immer in seinem Herzen getragen. Zusammen mit seiner Trauer. Geräuschloser Stichskorpion. Neue Ausrüstung erhalten. Jägersortiment Spitzenklasse. Neue Ausrüstung erhalten. Warte mal, das, Also... Wo ist das? Ich guck mir den mal genauer an. Wollen wir das verbessern? Wollen wir den haben? Komm, wir verbessern den trotzdem mal. Behalten wir den erst einmal. Und wir haben ein neues Outfit. Was ist denn das Neue? Haben wir kein neues Outfit? Haben wir hier irgendwas Neues? Ne. Wir haben wieder Fähigkeitspunkt. Ein. Wir können mit einem nichts machen, ne? Ja, gut. Wie sieht's mit ihm aus? Vergiss nicht, der Nawal hat viele Formen. Misstraue allem, was du in der Wildnis siehst. Wo geht's zu der Quest? Dahin, ne? Mord an Sumak. Ich markiere mir mal das Relikt, damit ich weiß, in welche Richtung ich gehen soll. Bin ich hier richtig abgebogen? Dahin geht's zur Hauptquest. Die machen wir jetzt noch nicht. Wir machen die nachher.
Ich muss ehrlich sagen, das Dorf ist aber für mich auch sehr verwirrend, hier mich zu orientieren. Kommen wir hier irgendwie rein? Hier war die ganze Zeit, da drin liegt. Was ist jetzt mit der Schatztruhe? Kiste der Conquistadoren. Ein vertraut aussehendes Objekt. Schlangenwache-Outfit verboten. Lager? Wo haben wir jetzt ein Lager? Warte, Lager. Da, Lager. Ziehen wir uns noch einmal um. Hoppala. So, komm, wir ziehen dort wieder an. Der Grüne gefällt mir auch irgendwie. Außenrum oder in? Da ist etwas. Benötigt Schlangenwache-Outfit. Wie gesagt, der Diener Taruka hatte Blut an seinen Händen. Du findest bestimmt etwas, das meine Unschuld beweist. Taruka ist schuldig, Au. Ganz Untersuche sicher. Die Leiche, Au. Vielleicht findest du etwas Neues. Die Leiche muss die Antworten haben, die wir suchen. Ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß nie irgendwas. Hey! Okay, warte mal. Hier muss ich wieder die Schlangenwache anziehen. Okay. Wie sieht's hier aus? Okay, nochmal Gold. Das hatten wir schon. Warte mal, Stadt der Schlange. Aber Mord an Sumak, Sumaks Mord aufklären. Ich komme hier nicht weiter. Das war schon letztes Mal so, dass wir hier nicht weitergekommen sind. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt eben einen kleinen Break. Also ich mache eine kleine Pinkelpause. Und würde dann gleich mit der Hauptquest weitermachen. Dann